Kommen wir jetzt zum Highlight des Abends. Karl Sickartsleitner ist für mich und für viele andere Menschen ein Vorbild, wenn es um Authentizität geht, um Mut, um Nächstenliebe. Er ist einfach für mich fast der Engel in Menschengestalt. Das ist nicht scherzhaft gemeint, das meine ich ernst. Ich weiß, dass er sich nicht nur in der Politik einen Namen verdient hat, sondern dass er auch in seinem Umfeld, wo es bei Menschen wirklich dunkelfinster ist, durch seine Art und Weise und durch seine Art, wie er Menschen hilft, einfach sie da einsetzt und wieder Licht in die Dunkelheit bringt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Urvater der Regionalentwicklung. Er wird nicht auf die Bühne kommen. Wir haben da für ihn einen Tisch gedeckt und dort wird er seine Ausführungen zum Thema kommunale Intelligenz uns kundtun. Bitte begrüßen Sie mit mir Herrn Karl Sickartsleitner. Karl, bitte. Du bist ein ganz lieber Kerl, aber du sollst dich nicht so dick auftragen. Ich habe noch gar nichts gesagt von mir. Liebe Damen und Herren, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Das Waldviertel beschäftigt mich ja ziemlich viel. Erstens einmal haben wir schon früher mal, Reusendorf oder wie das heißt, eine der ersten Ortsbildmessen in Niederösterreich angeschaut. Oder Drosendorf. Drosendorf, ja, genau. Dann habe ich vor fast 40 Jahren den Edi Kastner bei einer Club-2-Diskussion im Fernsehen als Partner gehabt. Das war recht spannend und interessant und unvergesslich. Dann habe ich den Heini Staudinger kennengelernt. Ich muss ihn rehabilitieren, wenn ich heute verkühlt bin, haben nicht seine Schuhe schuld. Ich muss Ihnen sagen, die sind so warm, die habe ich aber in den Wald nicht anziehen können. Jetzt habe ich mich bei der Waldarbeit verkühlt. Heini, super, deine Schuhe sind bei mir. Und ich habe einen jungen Landwirt aus dem Waldviertel kennengelernt, der sich Landwirtschaft kauft oder kleine und der Biokartoffeln erzeugt und da habe ich von ihm erfahren und für den verteile ich seine Kartoffeln bei unseren Nah- und Frischkaufleute. Also die Beziehungen sind ganz gut. Das dazu, das Thema, das mir heute gestellt worden ist, möchte ich sehr lebensnah aus meinem Leben behandeln. Sie sind mir sicher nicht böse, wenn ich einmal trinken muss, weil ich ein wenig einen Tee brauche, damit ich nicht heißer werde und vielleicht auch einmal die Stimme versagt. Aber ich möchte, wenn wir so beieinander sind und ihr in einer Region, die hier zu den Vorbildern der Regionalentwicklung gehört. Wenn ich früher in Bayern tätig war, dann haben mich oft Bürgermeister gefragt, du, können wir zu euch kommen? Sag ich, ja, von mir aus. Wir fahren nämlich ins Waldviertel und da passt es, dass wir bei euch vorbeifahren. Also das heißt, das Waldviertel hat einen unwahrscheinlich guten Namen, was eine Regionalentwicklung bedeutet und ich habe großen Respekt vor eurer Arbeit und trotzdem weiß ich, dass wir uns nie auf den Lorbeeren ausruhen dürfen. Manche von euch haben leider schon das gehört, was ich auch heute sagen will. Mich freut es,
dass sie trotzdem da sind, weil oft ist die Frage, lebt denn der alte Bürgermeister noch da von Storbach? Nicht, was die, was vor langer Zeit einmal bei uns waren, und der ist so immer noch, wenn ich schlecht sehen tue, der ist wieder und zur Zeit auch verkühlt, aber noch sehr fröhlich am Weiterbauen dessen, was mir am Herzen liegt, an einer menschlichen Gesellschaft. Ich darf Ihnen vielleicht auch gestehen, dass ich eine kurze Zeit nach der Amtsübergabe, die ich geplant habe für mein 60. Lebensjahr und habe dann 10 Jahre die Nachhaltigkeitsschmiede betrieben, war ein bisschen frustriert, weil ich gesehen habe, ja, mein Nachfolger, der ist auch dieser Idee erlegen, man müsste manches aus der Vergangenheit verschweigen oder total anders machen. Das ist ein Zug der Politik, dort ist dieser Irrtum drinnen. Sie sehen beim Trump, der hat alles, was der Obama gemacht hat, einmal planiert. In Österreich hat es schon mal einen Landeshauptmann gegeben, in Kärnten. Da ist schnell gegangen mit der Agenda 21, alle Projekte, die angestartet worden sind, sind innerhalb von 3 Monaten abgetragen worden. Und es ist auch in der jetzigen Regierung manches, was man vielleicht verändern kann, aber was halt aus der Meinung des besseren Neuen ganz wegkommt. Und das irritiert manchmal die Menschen. Ich glaube, es geht bei all unserer Arbeit in den Gemeinden, in den Regionen nicht darum, jedes Mal sich neu aufzustellen und neu zu profilieren, sondern auf den Bestehenden aufzubauen und weiterzubauen. Aus den Erfahrungen von Generationen, was Menschen schon vor uns erdacht und erlebt haben und uns gesagt haben, oft in sehr bedeutenden Stunden, wie vorher den Herrn Landeshauptmann, der bei Landeshauptmann war, erzählt habe. Also diese Dinge bleiben und die verändern oft Generationen. Und ich denke, an dem Punkt sind wir, dass wir weiter bauen an dem, was vor uns schon da war. Und da darf ich einfach aus meiner Gemeinde erzählen. Steinbach war eine Gemeinde in der sogenannten Eisenwurzen, wo in jeder Gemeinde Eisen verarbeitet wurde. Die Kleineisenindustrie hat sich dann nach dem Handwerk entwickelt. Ursprünglich wurden in 64 Häusern der Gemeinde Messer erzeugt. Und durch ein Privilegium Friedrich III. Haben die Steinbacher Messererzeuger ihre Produkte direkt in Venedig feilbieten dürfen. Und das hat dazu geführt, dass man dieses Steinbach, es gibt ja unendlich viele Steinbachs, aber dieses Steinbachs, von dem ich komme, hat man den Beinamen Goldenes Steinbach gegeben. Denn am Markt erfolgreich zu sein, das hat was zu tun mit Gold. Legenden erzählen bei uns, die Storbacher Messerermeister haben goldene Schuhbänder getragen. Ein Blödsinn. Da hätten sie mindestens Schuhe von Heini Stalinger haben müssen, dass sie es wert gewesen waren. Goldene Schuhbänder. Nein, das war, der Reichtum war nicht so groß, aber es ist ja noch gut gegangen. Und durch 500 Jahre hindurch. Und dann ist diese Säule der Gemeinde durch den Import von Billigprodukten aus Fernost zusammengebrochen und die Storbacher Messerindustrie und die Gewerblichen mussten zusperren. Und das hat 20 Jahre gedauert, bis dieser wirkliche Niedergang des Ortes sich voll ausgeschöpft hat. Das heißt, zuerst gibt es noch ein paar Gewerbetreibende, die sagen, naja, bis zur Pension werden wir schon schaffen. Gibt es noch einen Wirt, der sagt, naja, wir dann schon noch, bis wir Pension kriegen. Oder ein Bäcker oder ein Fleischhocker oder was immer. Aber nach ungefähr 20, 25 Jahren kommt die Zeit, wo dann die nachkommende Generation eben fehlt und dann wirklich vieles leer wird. Und so hatten wir als Rest
von 10 Gasthäusern im Ortskern, das müsst ihr euch vorstellen, bei nur 2000 Einwohnern. 10 Wirtshäuser im Ortskern. Es hat ja viel gelebt von dem Zuzug der Leute, der Kunden und so weiter. Hat es dann im Jahr 1986, als ich Bürgermeister wurde, kein einziges Gasthaus gegeben. 7 Monate lang haben wir überhaupt kein Wirtshaus gehabt. Und in einer solchen Situation als Bürgermeister anfangen dürfen, das ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Weil schlechter kann es nicht mehr werden. Also, und, ich muss allerdings gestehen, bei uns war immer die Meinung, der Bürgermeister muss das machen. Nicht? Also so die letzten Bürgermeister, die in dieser Phase tätig waren, die haben es nicht leicht gehabt. Sie wurden immer kritisiert und waren immer schuld, dass sie nichts tut. Aber zur Ehrenrettung, man hat ja ein wunderbares Begräbnis gestaltet. Sie sind nämlich alle frühzeitig gestorben, weil was kränkt, macht krank. Und mir war klar, wegen einer schönen Leiche tue ich mir die Arbeit nicht an. Ich war ja in der Wirtschaft tätig und habe dort einen Erfolg gehabt und war auch ordentlich bezahlt und habe Anerkennung gehabt. Also ich komme aus der Landwirtschaft, aber neben der Landwirtschaft war ich im Vertrieb von Traktoren tätig und im Aufbau einer Organisation in Österreich für Traktoren. Und da war mir klar, wann, dann mache ich es nur dann, wenn es mir gelingt, die Menschen zu gewinnen, das selber in die Hand zu nehmen. Und ich habe mir vorgenommen, so wie in der Firma, weil ich 6 Jahre ja Geschäftsführer dort war, mit 184 Mitarbeitern, und dort habe ich auch auf die gute Mitarbeit der Mitarbeiter vertrauen dürfen und auf das greifen dürfen. Und das wollte ich in der Gemeinde umsetzen. Und das war mein Anliegen. Zuerst war nur einmal ein Polittheater, da ist noch ein Regisseur aus Linz gekommen, also ein Parteifunktionär, und hat von der zweitstärksten Fraktion die Wahl gestört. Also die zweite Fraktion ist ausgezogen. Und jetzt haben meine Freunde von meiner Fraktion gesagt, siehst du, Karl, das ist die Realität in der Politik. Lass den Wahnsinn, was du glaubst, man kann mit Uli zusammenarbeiten und man muss Uli da dabei haben. Du musst ihnen zeigen, wie man mit der Gas hockert. Kennt ihr den Ausspruch? Ja, kennt ihr. Und ich habe gesagt, nein, wenn ihr einen Gemeindekasperl wollt, dann müsst ihr euch einen suchen, den mache ich euch sicher nicht. Eine schöne Leiche ist mir zwing. Das tue ich nicht. Und so haben wir noch kurzer Zeit, das Radio hat schon gemeldet und in der Zeitung ist gestanden, nein, ich wollte in Steinbach. Und jetzt ist dann, hat einer angerufen von der zweitstärksten Fraktion und hat gesagt, es tut ihm leid, dass sie da hineingefallen sind auf diese Beratung aus Linz. Er verspricht mir nicht mehr zu kandidieren, wenn es zu Neuwahlen kommt. Und seine Schwägerin auch nicht. Und ich habe gesagt, ernst, du und deine Schwägerin gehört zu den Besten. Und es war das Traurigste für mich, wenn es gerade ihr nicht kandidiert. Aber wir müssen ja nicht unbedingt wählen. Wir können uns ja zusammensitzen und reden, wie wir etwas neu machen können. Und haben das Wichtigste gemacht, Regeln, wie wir miteinander in Zukunft umgehen wollen. Und ein ungefähres Bild, was denn die Gemeinde von sich geben soll in der Zukunft, an was man die Gemeinde Storbach erkennen soll. Und ich muss sagen, es ist kein Vertrag geworden, weil von der zweitstärksten Fraktion der Vizebürgermeister dann gesagt hat, ein Vertrag ist dann erfordert ein Vertragsverhältnis. Und wenn ich richtig verstanden habe, was du meinst, dann ist es ein Vertrauensverhältnis. Und ein Vertrauensverhältnis muss sich jeden Tag bewähren, so wie in der Ehe. Nicht? Ist dasselbe, geht es uns ja auch so. Da hilft uns ja nichts, was wir mal gesagt haben, sondern wir müssen jeden Tag unseren Frauen beweisen, dass wir sie lieben und mögen und vertrauen. Gut, und so haben wir angefangen. Und ich muss Ihnen sagen, weil ich oft gefragt werde, warum das so schnell gegangen ist. Es war nicht schwer.
Es hat sich etwas entwickelt, dass man früher das Gefühl gehabt hat, bei der Sitzung muss man wieder fortgehen, oje, bleibt lieber daheim. Und dann, als wir aufeinander hingehört haben, zugelost haben, den anderen seine Idee nicht abgewertet haben, ist auf einmal das Gefühl entstanden, morgen kommen wir wieder zusammen. Was wird da wieder sein? Was kommen da neue Ideen? Und ich habe mich schon gewundert, da hat es bei der Firma Bauernfeind, das ist in Grünburg eine Kartonagenfabrik, und der technische Leiter, der Herr Rammel, der war dort sehr tüchtig, und im Gemeinderat von Storbach war er auch. Und wenn der was gesagt hat, dann war es jedes Mal ein Blödsinn. Früher. Das gibt es nicht. In der Firma ist eine gute Idee, der Gemeinde ist ein Blödsinn. Und mit dem haben wir eben aufgeräumt, dass es sowas nicht mehr geben hat dürfen, dass diese Worte in unseren Sprachschatz gestrichen wurden. Die Frage hat lauten müssen, du, wie glaubst du das? Wie stößt du das vor? Was denkst du, könnten wir beitragen dazu? Oder eine Idee zusätzlich einbringen, wie das gehen könnte. Und das hat uns eigentlich im Jahr 86 beginnen geholfen, dass wir eigentlich sehr schnell Dinge erreicht haben. Wir haben 1990 schon einen Preis gekriegt vom Österreichischen Gemeindebund für Umweltkultur, hat es damals geheißen. Dann hat uns der Landeshauptmann Bröll vorgeschlagen, dass wir am Europäischen Dorferneuerungspreis uns beteiligen sollen. Das ist von ihm gekommen an seine Beamten, weil Oberösterreich nicht dabei war bei der AG für Landentwicklung auf europäischer Ebene. Und so haben sich viele Dinge ergeben. Und dann kommt die Konferenz in Rio und man hat beschlossen, dass im 21. Jahrhundert die Gemeinden mit Einbindung der Bürger ein Arbeitsprogramm für das 21. Jahrhundert machen sollen. Und ich habe mich gefragt, ja, wo haben Sie denn da schon ein bisschen Erfahrung? Und noch der damalige Umweltminister Molterer aus Sierning gestammt hat, hat er natürlich gewusst, Storbach, die sind ja da schon sehr weit und wir sind auf einmal unschuldig zum österreichischen Vorbild für die Agenda, die lokale Agenda 21 geworden. Und das hat uns natürlich gefreut und wir haben Broschüre gemacht und so weiter. Und 10 Jahre später war dann eine Nachfolgekonferenz in Johannesburg und da hat dann das Ministerium die Broschüre Der Steinbacher Weg ins Englische übersetzen lassen und in einer großen Auflage auf Ehrenkosten gedruckt und in Johannesburg als Tischvorlage, als österreichisches Beispiel verwendet. Also für diese Bekanntheit können wir absolut nichts dafür und es war auch nicht unser Ziel. Das ist uns geschenkt worden. Mehr war das nicht. Und ich kann nur sagen, was dann in dieser Zeit sich da hat, mit Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen haben wir eine Reihe Gebäude saniert. Viele Ideen sind gekommen, weil wir ja kein Geld, das war ja eine der finanzschwächsten Gemeinden in Oberösterreich. Und immer haben sie gefragt, ja, wie tat's hier? Und wir haben einfach immer die Ressourcen zusammengesucht, wer kann was beitragen. Und haben sehr viel Kooperationen auch mit Unternehmen gemacht. Baumeister Rimpler, mit dem wir fast alle Bauprojekte durchgeführt haben, den haben wir angeboten, auf Gemeindegrund uns ein Gebäude hinzustellen, das die Hangsicherung bedeutet, dass der Hang nicht mehr rutscht, und die Besitzer von Häusern am Ortsplatz Unterstellplätze für ihre Autos kriegen. Weil sonst stehen sie wie am Ortsplatz rum, weil sie keine Garagen da drum haben am Ortsplatz. Und die Gemeinde hat das Einweisungsrecht in diese Garagen. Der
der Baumeister kriegt die Miete und in 24 Jahren sind die Baukosten samt Zinsen mit 4%, also jetzt kriegt er das gar nicht auf der Bank dafür, mit 4% abgegolten und dann kehrt das Gebäude der Gemeinde, ohne einen Groschen dafür ausgeben zu haben. Erst die letzten Tage habe ich mit einem dieser Mieter geredet, der sagt, du, das ist so ein Glücksfall, dass ich da einen Abstellplatz habe, das ist so klasse, wenn du zum Auto gehen kannst, das nicht verschneibt und so weiter. Oben auf der Garage ist ein Spielplatz für Kinder entstanden, damit es bei unserer steilen Ortslage einen Spielplatz gibt für kleine Kinder. Und gibt es was Schöneres, als wenn ich in einen Ort fahre und ich sehe, kann einen schönen Tag droben die Kinder spielen. Das beste Aushängeschild für einen Ort. Als Beispiel. Ich erwähne das nur. Oder es war am Anfang eine Schande, dass so viele Häuser am Ortsplatz leer sind und kein Licht mehr da ist, abends, wenn es finster wird, weil niemand mehr wohnt. Das ist die Idee gekommen, den Platz als Adventkalender zu nutzen und in die Fenster der Häuser ein Motiv zu gestalten aus Ideen der einzelnen Vereine und Organisationen und täglich ein Fenster zu öffnen. Wissen Sie, wie das erste Mal das Fernsehen da war und den Kalender gefühlt habe? Und im Fernsehen, erst um 7:30 in diesem Abendjournal, jeden Tag ein Fenster zu Beginn der Sendung von Storbach aufgemacht worden ist. Das können Sie sich nicht vorstellen, was da in die Storbacher vor sich gegangen ist. Nicht mehr das verfallene Dorf zu sein, sondern der Aushängeschild. Das hat ja nicht gut da. Der Umgang miteinander hat dazu geführt, dass ich Bürger getroffen habe, die haben gewusst, dass ich bei den Schwarzen bin. Ich darf so sagen, ist ja eh keine Partei besser, brauche ich mich auch nicht schauen. Also, war das so, dass die immer, nachdem wir ja sehr viel eben Leute aus der Industrie gehabt haben früher, die so ein bisschen negativ hergeschaut haben, wie es früher war. Ja. Auf einmal kommt eine Frau von dieser Gruppe zu mir, trifft sie, nimmt mich mit zwei Händen und sagt, Herr Bürgermeister, das tut uns so gut, dass wir jetzt auch so viel gelten wie die anderen. Also eine Belobigung für was, was ich nichts beitragen habe. Verstehen Sie mich? Was nichts gekostet hat. Das war ja nur der Respekt, dass wir alle, egal welcher Partei, welcher Konfession, was immer das ist, welchen Beruf, wertgeschätzt haben. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, manchmal denke ich, ich bin nicht da, um die große Politik zu kritisieren, aber ein bisschen darf ich mein Herzeleid schon auch kundtun. Mir tut oft das Herz weh, wenn ich in Oberösterreich her, obwohl ich die neue Mannschaft genauso schätze wie die vorige, aber wenn es immer nur heißt, wir müssen die allen ganz Guten alle nach Oberösterreich bringen. Wer redet von denen, die nicht so gut sind? Die nicht zur Spitze in der Wissenschaft oder in der Kern oder die in Berufen tätig sind, von denen man nie spricht und von der Früh bis auf die Nacht fleißig arbeiten. Wer redet von denen? Wer redet von denen, dass wir Massen von Menschen in unseren Dörfern haben, die Spitze werden sollen? Und nicht nur ein paar, die ständig fort im Fernsehen und in den Zeitungen sind. Da müssen ja viele Menschen psychisch krank werden langsam und sie werden auch manche mit dieser Qualifizierung. Vollen Respekt für die ganz Großen in Wissenschaft und Forschung und so weiter, alles. Aber es berechtigt nicht, in der Qualität der Menschen, in der Wertigkeit der Menschen zu unterscheiden. Und das ist mir im Laufe dieser Jahre ins Herz gegangen. Wissen Sie, wir haben dann miteinander die Landesausstellung 1998 organisiert. 24 Gemeinden gemeinsam. Ich war für die Ausbildung der Führungskräfte, die was Führungen gemacht haben in den Gemeinden, zuständig. Wir haben bei 2000 Leute durch Schulungen geführt, die bereit waren, aus ganz anderen Berufen Führungen zu machen. Ich erinnere mich noch immer an die Frau des Gemeindes,
Gemeindearzt, das wir mal hingegangen sind, zu ihr gefragt haben, was sie beitragen könnte zur Landesausstellung, hat sie gesagt, nur Führungen machen, die schau gern, aber ich weiß nicht, wie das ging. Und sie redet heute noch davon, was das für schöne Zeit war, aus den Kontakten mit den vielen Menschen. Ein anderer hat gesagt, wenn es wollt, wenn es da mal zum Tafel montieren wird, ich habe den ganzen Werkzeug für so Handwerker, für Heimwerker, da könnt ihr mich einsparen. Braucht es nur schreien, da helfe ich. Da habe ich gemerkt, wie sehr es eine Freude ist, wenn Menschen an einem Erfolg teilnehmen können. Und ist auch ganz klar, wie die Bürgermeisterei zurückliegt, ob das war ein großes Fest, aber nicht, weil sie so froh waren, dass wir losgebracht haben, sondern weil ich eingeladen habe zu einem Mittagessen. Ich habe ja nie was viel auslassen im Wirtshaus. Weil die Männer gesagt haben, Bürgermeister, zu einer Runde, habe ich gesagt, und wenn jetzt eigene Frauen kommt, dann schimpfen sie mit mir, weil sie nicht heimgekommen hat. Nicht? Dafür war ich bei der Amtsübergabe großzügig und habe das Mittagessen und das Bier aus der eigenen Tasche gezahlt für 724 Personen. Das war das einzige Mal, wo ich habe gesagt, das lasse ich mir nicht von der Gemeinde zahlen, das zahle ich. Aber wenn ich da zu einem Bürger gesagt hätte, gut Franz, wir haben schon allerhand erreicht, die 17 Jahre, aber eins muss ich dir sagen, die haben wir nicht gebraucht dazu, der würde jetzt noch beleidigt sein, falls er noch lebt. Das Gegenteil davon ist, dass der Franz Herrn hat wollen, Franz, und so habe ich es auch gesagt, die Zeit war eine schöne Zeit. Wir haben viel zusammengebracht in unseren Dörfern. Aber eins darf ich dir sagen, Franz, vieles wäre ohne dir nicht möglich gewesen. Der wird das von sich weisen. Der wird sagen, nein, das war doch eh nicht, was ich da habe. Aber es gibt ihm Wert. Und das ist ein großer Fehler in der Politik, dass viele oder manche Bürgermeister der Meinung sind, sie müssen immer am Podest stehen und alle sollen sie beklatschen und alle sollen sagen, das ist der Größte, der Beste, der hat das meiste Geld gebracht, der hat alles gebaut, der hat alles gemacht. Wie kommt sich dann ein kleiner Gemeindebürger vor, über dem niemand tritt? Und die Gewerbetreibenden des Ortes haben es ja besonders gut gemeint mit mir. Die haben mir zum 50. Geburtstag einen Linden gesetzt im Hof des alten Pfarrhofes. Wenn wer schon mal in Storbach war, ist er sicher noch in den Pfarrhof gekommen, weil das auch so ein Leichtturmprojekt war. Und da haben sie mir Linden gesetzt. Und zum 55er haben sie mir dann einen Star dazu gesetzt. Und da haben sie die glorreiche Idee gehabt, einen Spruch aufzuschreiben. Dank und Ehr unseren Bürger Unmögliches möglich machen. Dank und Ehr unseren Bürgermeister Karl Siegertsleitner. So ein Blödsinn. Erstens, wer kann was Unmögliches möglich machen? Es kann höchstens was unmöglich Scheinendes möglich werden. Und zweitens, was hätte der arme Bürgermeister da, wenn er die Leute gehabt hätte? Jetzt habe ich es schweren Herzens ersucht, ob ich zur Verbauung eines Baches bei uns daheim, wo es so zuberreist zur Wiesen, ob ich ihn da verwenden darf. Da hat er eine gute Funktion. Und dafür eine Tafel aufschreiben, das was wirklich stimmt, auf der Außenmauer vom alten Pfarrhof, wo drum steht, so ungefähr sinngemäß, mir fällt es heute nicht mehr ein, aber so ungefähr sinngemäß, ich bedanke mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Steinbach an der Steyr, die mich in meiner Amtszeit so tatkräftig unterstützt haben. Mit ihrer Hilfe haben wir viel erreicht zum Wohle unserer Gemeinde. Das stimmt, das ist wahr. Ich habe es nicht verhindert. Es ist ja das schon großartig, wenn man die Begabungen und Fähigkeiten der Menschen nicht verhindert. Was glauben Sie, was in unseren Dörfern schlummert? Und jetzt bin ich beim Thema des Abends. Was denken Sie, was alles da ist? Und wissen Sie, was so traurig ist, wenn es dir gelingt, eine Frau mit 60 Jahren noch irgend für ein Projekt einzuspannen, das mittut und dann eine großartige Arbeit leistet und dann sagt,
Du warst aber spitze, das ist super, was du da zusammengebracht hast. Ich habe das selber nicht gewusst, dass ich das kann, sagt dann manche. Und so sagen auch Männer. Ich habe ja selber nicht gewusst, dass ich das kann. Das heißt, ein Mensch alleine auf sich gestellt kann seine Potenziale nicht zur Entfaltung bringen. Er braucht die Mitmenschen, die ihn herausfordern, ihn beflügeln, denen er auch zeigen kann und die ihm auch dann belobigen, mit ihm feiern, danken und ihm sagen, du bist ein wertvolles Glied unserer Gemeinde. Wir dürfen dankbar sein, dass du bei uns bist. Und das, liebe Damen und Herren, ist die neue Lebensqualität in unseren Dörfern. Es ist viel gemacht worden an Häusern, an Fassaden, an Ortsplätzen, aber es ist viel zu wenig gemacht worden, um die Fähigkeiten der Menschen herauszufordern, sie zu fördern, sie zu pflegen und sie einzusetzen. Und wenn wir das tun, dann kommt man drauf, dass selbst große Probleme, die manche Menschen haben in unseren Dörfern, zu lösen sind. Da darf ich jetzt als ehemaliger Bürgermeister und Waldarbeiter, was ich inzwischen geworden bin, darf ich eine Frau, die viele Schicksalsschläge gehabt hat, ihre Tochter mit 5 Jahren tödlich verunglückt ist in der Steier beim Spülen, ihr Mann dann vom Opa beschuldigt worden ist, dass er zu wenig aufpasst hat aufs Dirndl und sie konnte noch leben. Das hat ihn zum Alkohol getrieben und er ist mit 44 Jahren als Alkoholiker verstorben. Und die Frau steht alleine da mit vielen, vielen Schulden, wo sie glaubt haben, durch das beide arbeiten gingen, können sie es zahlen. Und in dieses Elend bin ich involviert, bin ich reingekommen, bin ich informiert worden. Und dann der für meine Erfahrung aus der Wirtschaft, mit Geld umzugehen, aus der Härte, weil ich bin auch ein harter Hund, kann ich auch sein, in der Verhandlung mit den Banken, was zu erreichen. Wenn Großbanken, wie es da war in diesem Fall, für die Kredite das gewährt haben, für das Begräbnis, weil von der Regionalbank hat es nichts mehr gekriegt, für die Beerdigung, für die Tochter und danach für den Mann, hat sie 18,5% Zinsen gezahlt, weil sie die Ratenzahlungen nicht einhalten hat können. Für eine Lohnexekution beim Gericht für 400 Euro Außenstand, 1080 Euro Gerichtskosten. Ich frage mich, wie wir mit Menschen, die vom Schicksal getroffen sind, umgehen. Ob es nicht Menschen gibt in unseren Dörfern, die solchen unter die Hände greifen können, die sie begleiten können. Wenn ich zu einer Bank gehe, kann ich anders reden als wir sie selber. Die wissen, dass ich Wort halte. Wenn ich sage, jawohl, das kommt am 15., dann ist dort, ob es die hat oder nicht. Aber das, ich halte Wort. Und dann habe ich auch eine Kompetenz bei denen. Dann habe ich auch was erreicht. Dann haben wir Zinsen runtergehandelt und die Laufzeit erhöht und Einsparungen bei ihr im Haus und so weiter gebracht. Heute darf sie wieder ein menschliches Leben führen. Die hat nicht mehr gewusst, was Leben ist. Kann man sich nicht vorstellen. Ja, es ist Arbeit, aber es gibt auch mir einen Lebenssinn für den Alter. Und Sie werden vielleicht lachen, nicht, dass ich mir auf Sterben freue. Wie will ich da noch lang leben? Das sind noch viele Fragen. Lebt denn der alte Bürgermeister noch? Der ist bei uns einmal gewesen vor 30 Jahren. Der Frale lebt er noch. Aber ich nehme mir vor, das, was mir vielleicht meine Enkel heute nicht so ehrlich glauben, weil eine andere Zeit ist und der Opa ist halt auch vergessen. Die wichtigsten Dinge möchte ich Ihnen dann sagen, wenn Sie das letzte Mal hören. Vielleicht nehmen Sie es dort besonders ernst. Mir ist es geschenkt worden von meiner Großmutter. Das möchte ich meinen Enkeln schenken. Wenn ich das kriege, bin ich zufrieden. Schicksalsschläge können wir nicht verändern. Die gibt es für Menschen, für Familien, für Betriebe, für Dörfer, alles gibt es. Nur wir haben immer einen Spielraum, mit diesen Schicksalsschlägen umzugehen. Wir können resignieren,
und können auf volle Pässe und können andere die Schuld geben. Und wir können daraus lernen und was machen daraus. Und manche sind schon aus solchen Katastrophen auch als neue Menschen hervorgegangen. Um Menschen zusammenzubringen in unseren Gemeinden, haben wir zwei Bücher geschrieben. Eins heißt Leben gewinnen mit Lebensgeschichten von Menschen. Und die haben wir dann in der Region in so Nachbarschaftsrunden diskutiert. Ungefähr 9.800 Menschen haben an solchen Gesprächen teilgenommen. Und wissen Sie, wenn man über so Lebensberichte redet und man trifft dann so einen Menschen, den man ja kennt, weil sie aus der Region sind, man hat einen ganz anderen Respekt vor der Person, weil ich jetzt weiß, was der hinter sich hat, was der gemeistert hat. Wenn eine Frau, der einen Mann Selbstmord gemacht hat und 4 kleine Kinder und sie verbittert war über das, was da passiert ist und sie alleine da steht mit dem Ganzen. Und dann es schafft, aus dem herauszukommen, aus der Verbitterung und ein neues Leben zu beginnen und ihren Kindern zuliebe anders reden zu können. Oder wenn eine Geschichte herinnen ist von einem Franz Großauer, der Alkoholiker war und den ich in ein Arbeitsbeschäftigungsprojekt für Langzeitarbeitslose eingenommen habe. Und dann ist er beim Eisstockschießen gestürzt, hat ein Schädelhirntrauma davon getragen, ist 3,5 Monate in der Intensivstation im Krankenhaus Steyr im Koma gelegen und ist nicht mehr wach geworden. Und dann hat die Schwester gesagt, ob er vielleicht ein Viech gehabt hat, das er wegen hat. Ich habe gesagt, einen Hund hat er gehabt, der ist beim Nachbarn jetzt. Ich soll das aufnehmen auf so Musikkassetten, wie es früher war, nicht? Das habe ich da. Stellen Sie sich noch vor, mit den Bällen seines Hundes haben sie einen Bach gekriegt, weil er den Hund wegen hat. Und dann war er verzweifelt, er hat nur gerissen mit einem Fuß. Er hat nicht mehr schreiben können, nicht mehr reden können, nicht mehr gehen können. Im Gitterbett, ich vergesse das arme Bild nicht. Offen worden teilweise durch seinen Lebenswandel, auch der Körper geschwächt. Und dann ist er ohne seine Zustimmung nach Wien-Meidling gekommen ins Reha-Zentrum. Und wie ich ihn besucht habe im Reha-Zentrum, hat die Schwester gesagt, sind Sie dort von der Gemeinde? So, ja, ich bin der Bürgermeister. Herr Bürgermeister, bitte bringen Sie den Herrn Großauer heim. Da ist nichts mehr drin, der nimmt keine Therapie, nichts an. Es ist schade bei uns um das Bett. Ich war verzweifelt, was soll ich tun? Ich habe nicht einmal gewusst, wo ich gehe. Und dann ist mir die Idee gekommen im Auto beim Heimfahren, ich kopiere die auf A4-Blätter mit Etiketten die Adresse, wo er jetzt ist, und verteile das in der Gemeinde, dass sie am Schreiben. Und das haben viele da. Und wie ich nach 14 Tagen wieder nach Wien-Meidling gekommen ist, hat dieselbe Schwester gesagt, Herr Bürgermeister, was ist ein Wunder geschenkt? Der Herr Großauer will nur mehr Therapie machen. Wir haben da bei der Nacht keine Zeit. Der will überall forttun. Und ist wieder so weit gekommen, dass er schöner schreibt wie vorher. Reden kann er nicht mehr gut, gehen tut er schlecht, aber ein Moped-Auto kann er fahren. Leider jetzt hat er ins Altersheim gekommen, wir sind aber 20 Jahre seinen Haushalt selbst geführt. Und er schreibt in seinem Tagebuch, das er dann angefangen hat, in seinem zweiten Leben weiß er erst, wie schön Leben ist. Dieses furchtbare Ereignis hat ihm wissen Sie, ein Alkoholiker, der von der Früh bis auf die Nacht tüd ist und nie was Positives erfahren kann, der kann keine Freude am Leben haben. Wie aber gemerkt hat, wir haben es trotzdem nicht abgeschrieben. Es denken nur an mich, hat er diese Lebensfreude gekriegt. Wie er dann ins Heim gekommen ist, hat er einen Brief geschrieben an die Schwestern, und hat geschrieben, er hat nie geahnt, was in einem Altenheim die Menschen leisten. Er dankt ihnen aus ganzem Herzen für diesen großartigen Dienst. Das haben sie aufs schwarze Brett gekriegt, weil sie so überrascht waren. Was möchte ich damit sagen? Das ist kommunale Intelligenz.
wenn Menschen zusammenhelfen, das Schicksal des anderen zu lösen. Das ist kommunale Intelligenz, wenn Menschen zusammenhelfen, eine Nahversorgung im Ort zu halten, damit auch die alten Leute, die nicht Auto fahren können, was einkaufen können, oder die Kinder, damit Enkel oder Urenkel vielleicht einen Lehrplatz kriegen in der Nähe, der weiß noch nicht selber, weiß gut, wo hinfahren können. Alles das, was der Heini Staudinger ja zu diesem Punkt gesagt hat. Es ist kommunale Intelligenz, wenn wir zusammenhelfen, diese Dinge zu heben, aber es fängt noch früher an. Darf ich Ihnen aus meinem persönlichen Leben, ich habe nachgedacht für eine Veranstaltung in Salzburg, dass ich mir einfällt, wer hat denn bei mir das Potenzial gehoben? Wer war denn das? Das war ein Lehrer, der einen Schulversuch in der Hauptschule gemacht hat, ein junger Lehrer. Und wir haben in Deutsch jede zweite Stunde so etwas Ähnliches gehabt wie Demokratieprobe. Einer ist gewählt worden als Vorsitzender, einer hat ein Referat zu einem aktuellen Thema halten müssen, dann hat eine Diskussion stattgefunden, ein Schüler hat ein Stichwortprotokoll gemacht und so weiter. Und dann eine Zusammenfassung, das haben wir gelernt. Und dann bin ich in der Pause auf die Toilette gegangen. Ich habe geredet über den Ungarnaufstand. Das weiß ich noch. Also muss es 57 gewesen sein. Nicht? Und beim Gang zur Toilette kommt der Lehrer noch, der Herr Ludwig Schwarz, packt mich so von hinten und sagt, Karli, du wirst einmal Bürgermeister in Storbach. Und ich war fast ums Blären gewesen. Ich habe nämlich eine Schwäche gehabt, wahrscheinlich mehr, aber schulisch war es die, dass ich im Rechtschreiben schwach war. Ich habe viele Fehler gemacht bei den Diktaten. Und dann sagt er, was sagst du? Du bist in Deutsch schwach. Deutsch besteht aus drei Säulen. Eines ist Rechtschreiben, eins ist Inhalt beim Aufsatz und eins ist die Redeübung. In zwei bist du spitze und in einem kannst du Schwäche haben. Also das hat mit dem absolut nichts zu tun. Lass dir das von ihm einreden. Ich habe keine Nachhilfestunde in der Zwischenzeit gehabt. Da hat mir niemand geholfen daheim, weil das bei uns nicht üblich war in der Landwirtschaft. Ja. Und beim nächsten Diktat habe ich die Hälfte Fehler gemacht, als wie vorher. Nur das eine Wort, ich bin kein Versager. Sagen wir das unseren Kindern. Machen wir es fest an den Schwächen oder sagen wir einer, was gut sein. Glauben Sie, dass ich mich sonst als 17-Jähriger bereit erklärt hätte, beim österreichischen Redewettbewerb teilzunehmen, wenn das nicht der Lehrer gesagt hätte? Und bin Bundessieger geworden. Das hat mich ermutigt, aktiv zu sein in der Gesellschaft, vielleicht auch in der Firma und dann in der Politik. Ich habe dann weitergedacht, wer hat denn nur sowas entfaltet von mir? Mit 18 wäre ich zur Siegerehrung fahren hätte können nach Südtirol, weil das war eine Einladung nach Südtirol von den Stickstoffwerken für den Redewettbewerb. Bin im Krankenhaus gewesen, weil ich eine Netzhautablösung gehabt habe. Und damals war das noch nicht so behandelbar wie heute. Und habe innerhalb von wenigen Stunden nichts gesehen. Das war fürchterlich. Für mich ist das Leben zusammengebrochen. Und ich war aber schon mit der Resi verliebt. Und jetzt, ich habe mich vorbereitet, in einer feierlichen Zeremonie ihr zu sagen, dass es keinen Sinn macht, wenn wir heiraten einmal. Weil was sollst du tun, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, so wie der Arzt gesagt hat, dass ich nicht mehr stark arbeiten kann und so weiter. Vor zwei Jahren hat er gesagt, hätte man mir überhaupt nicht helfen können, aber weil es aus Toxoplasmose war die Vorkrankheit, eine Blutinfektion und das hat das ausgelöst. Dann kommt meine Frau mit ihrer Schwester, also meine damals Geliebte, und unter Tränen in die Augen habe ich gesagt, Resi, ich hätte mich so gefreut auf ein gemeinsames Leben, aber es tut mir leid, es macht keinen Sinn. Ich habe mit den Ärzten geredet, es hat sich so viel geändert dadurch. Ich habe gesagt, was redest du zusammen? Ich habe dich nicht wegen dem gern, weil du gut siehst. Das hat doch nichts zu tun mit uns zwei, wegen heiraten.
noch, das war ein Sonntag, und am Donnerstag drauf habe ich die nächste Untersuchung gehabt. Dann hat der zuständige Oberarzt gesagt, bei Ihnen ist ein Wunder geschehen. Das fängt zum Wiederanwachsen an. Blim ist eine ganz kleine Geschichte und nicht einmal im Zentrum vom Auge, vom Netz, sondern ein paar Zehntel Millimeter neben dem Zentrum, sodass ich sogar sehe. Das heißt, so eine Zuwendung an Liebe und Mut machen verändert den Menschen auch in der Gesundheit, im Heilungsprozess. Ich könnte das fortführen an vielen Beispielen, wo Menschen an mir oder mein Chef, wie ich Blechschnitt habe und gepresst habe für die Frontladererzeugung, weil so habe ich angefangen im Nebenberuf, ist der Chef in der Vormittag zu mir gekommen und hat gesagt, Karl, du musst mittags reinkommen ins Büro, wir müssen beim Lohn was tun. Das stimmt ja nicht, was du zahlt kriegst. Was du außerholst vom Blech und was du magst, da müssen wir was tun. Ich bin ganz rot, weil ich gesagt habe, passt ja eh alles. Ja, wer sagt jemandem das? Wie viele Menschen kriegen an ihren Arbeitsplatz das gesagt, dass sie eigentlich mehr verdienen müssten oder was für ihre Leistung, weil sie so fleißig und gewissenhaft sind? Tun wir das? Das ist Potenzialentfaltung. Das ist Potenzialentfaltung. Dass wir lernen, uns als Menschen zu begegnen und nicht als Objekte, wo einer den anderen anders haben will und ihm sagt, was ihm nicht passt, sondern wo wir den anderen ermutigen, stärken, Kraft machen, im Vertrauen, nicht methodisch, so wie auch einmal wer gemeint hat, das ist die neue Methode zur Ausbeutung, wie ich das erste Mal über das in Steyr einmal geredet habe. Hat sich wer gemeldet und hat gesagt, das ist die neue Methode zur Ausbeutung. Wenn man die Arbeit gern tut, weil jemand sieht, was man leistet, dann ist die Arbeit nicht eine Last, dann ist sie auch eine Erfüllung. Aber sie muss menschlich bleiben, es muss am Boden geben. Ich erinnere mich an einen Vorfall in Forsthofer, großes Gasthaus in Sierling. Bin dort gesessen, geschwind ein Seiterl Bier trinken, sitzen zwei Unternehmer aus Steyr am Nebentisch. Und dann höre ich einen sagen, der gesagt hat, ich weiß nicht, was das ist, die ganzen Idioten der Region kommen zu uns. Ich habe es nie mehr ausgehalten und habe dann gefragt, ob ich mit Werner sitzen darf, mein Seitel trinken. Sag ich, ja, was ich da gehört habe, das interessiert mich, was glauben Sie? Ja, sagt er, alle die Deppert sind, kommen zu uns. Habe ich gesagt, haben Sie Ihnen vielleicht schon mal die Frage gestellt, ob Sie nicht in Ihrem Unternehmen zu Idioten werden? Es könnte ja sein. Ich habe schon einmal von wem Song gehört, der gesagt hat, er braucht niemand, der nachdenkt, der braucht Windhunde, die rennen und nicht selbstständig denken, was tun sollen. Und das ist alarmierend. Wir brauchen verantwortungsvolle Menschen, die mit ihren Begabungen die richtige Tätigkeit finden, ihnen geholfen wird, zu diesem Weg Anerkennung kriegen, und dann dürfen wir auch gemeinsam uns Ziele stellen über die Leistung, die wir auch gemeinsam erbringen. Und wenn wir das richtige Maß finden und wissen, dass sie lernt, was mitnehmen kann, wenn wir die Gier überwinden, dass selbst normal begabte Menschen mit derselben Masse an Hirn wie wir alle so naiv sind und sie jeden Blödsinn aufschmieren lassen. Eine Frau aus Indien heimkommt, habe ich gestern im Radio gehört, in Oberösterreich, hat sie da so eine Substanz mitgenommen von irgendeinem so einem Hindu-Tempel oder wo das war, und hat sie das aufgestrichen und die Wäsche dann in den Geschirrspüler gegeben, und dann hat sie rausgestellt, weil sie in der Kläranlage so einen erhöhten Wert an Quecksilber gefunden haben, von wo das kommt. Jetzt war das mit so viel Quecksilber besetzt, dass sie gar nicht wissen, wie sie die jetzt freikriegen von Quecksilber. Und wie es die ganzen Schaden, die entstanden ist, im Haus, die Dämpfe, in der Kläranlage und so weiter, regeln. Das ist ein Beispiel. Das verzeihe ich derer Frau noch. Aber wir müssen auch auf diesem Gebiet nicht an jeden Blödsinn glauben. Ich denke an einen
Unternehmer, der ja auch begabt sein muss, weil sonst hätte er ja nicht ein Unternehmen führen können in Linz, vor Jahren, einen schwarzhäutigen, klugen Typ auf die Idee gefallen ist, in der Badewanne Geld einzulegen und dazwischen hat er ein Papier, was dort liegen und dann eine Flüssigkeit drauf und zwei Tage muss das Bad verschlossen bleiben und dann wird das alles zu Banknoten. Sie teilen sich das, ein Drittel kriegt er und ein Drittel kriegt der Schwarze. Und nachdem er nicht gekommen ist, hat er dann nach drei Tagen reingeschaut, das natürlich das Papier, das ledig ist, noch drinnen gewesen und die Flüssigkeit auch, aber das Geld war weg. Ich frage mich, wie können Leute so blöd sein? Oder wenn Menschen glauben, wenn es irgendeine neue Idee mit Geld gibt, wo man so viel gewinnen kann, ohne eine Leistung zu erbringen, und glauben, jetzt die Welt erfunden zu haben, gibt es einen Bauern in Salt Lake, der einen großen Teil seines Grundes an eine Firma verkauft hat und wehen Herzens und mit seiner Frau vereinbart hat, sie soll sich um die Landwirtschaft kümmern und er macht da Bitcoins-Geschäfte draus und auf einmal festgestellt hat vor ungefähr 4 Wochen, dass ihn die letzte Auffindbarkeit seines Geldes in Costa Rica oder in Kolumbien gewesen ist. Jetzt ist er da drüben und will nachforschen, ob er vielleicht die findet, die das gaunermäßig beseitigt haben. Muss er froh sein, wenn er lieber daheim kommt. Also ich denke, zurück zum Hausverstand. Und da haben wir das Glück, der Gerald Hüther, der Hirnforscher, sagt, die Hirnentwicklung beginnt bei uns Menschen, wenn wir als Kinder viel spielen, dass wir unsere Kinder zum Spielen erregen, das Ausgehen, das miteinander Freude erleben. Was dann? Dann muss das Hirn lernen, Antworten zu geben auf das, was sich das Kind wünscht, mit den Fingern zu tun. Das geht weiter in unserem Leben, wenn wir handwerkliche Tätigkeiten machen. Nur was Hand mit der Hand tun, entfaltet sich auch das Gehirn besser. Und das Schönste, das ich Ihnen sagen darf, wenn Sie es noch nicht wissen sollten, Gerald Hüther hat auch ein Buch geschrieben über der Demenzfalle entkommen, weil es die Demenz so eine Geisel unserer Zeit ist. Und er sagt, man ist draufgekommen, einerseits durch die Nonnenstudie in Amerika, wo 750 Nonnen mit 75 Jahren bis zu ihrem Sterben praktisch in die Studie genommen wurden, festgestellt hat, dass deren Gehirn genauso zerfressen war wie bei alle anderen im Alter. Das ist unser Schicksal. Das können wir nicht aufhalten. Und die Wissenschaft hat bis jetzt nichts gefunden, diesen Prozess zu stoppen oder zu verzögern. Nur, was es gibt, ist, dass wenn die Umfeldbedingungen passen, im Menschen sich neue Hirnzellen bilden, sich Fortsätze bilden und wieder vernetzen und praktisch die Aufgabe übernehmen von den Teilen des Gehirns, die nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir müssen unser Leben komplett verändern. Unseren Umgang mit den alten Menschen, die Wertschätzung, den Respekt, dass sie noch braucht werden, nicht nur bespaßt werden, sondern dass sie noch wichtig sind für uns, dass sie noch was tun dürfen. Die schlimmste Strafe für einen alten Bauern ist, wenn der Junge sagt, ab jetzt darfst du nichts mehr angreifen. Das ist die schlimmste Strafe. Und das richtige Maß herauszufordern und das zu tun, das ist es. Und warum ich glaube, dass es uns gelingt? Weil jetzt an allen Ecken der Welt solche Dinge entstehen. Gruppen wie hier da, wo Menschen zusammenkommen und über eine neue Einhaltung und Einübung von Werten reden. Überall. Ich war bei einer Veranstaltung in Salzburg dabei mit Gerald Hüther. Es war so ein Erlebnis, ich kann das nicht sagen. Und für 6. Oktober wird in Salzburg, in der Salzburg Arena, mit 3.500 Teilnehmern gerechnet. Und überall entwickeln sich solche Gruppen und Zellen, die daran arbeiten, wie wir die Dinge, die wir besser haben wollen, ändern können. Weil wir viele draufkommen, dass es das Geld auch nicht nur mitnehmen können. Es ist nicht all das Alleinige auf dieser Welt. Und
es hat ja schon einmal schwierige Situationen gegeben. Denken Sie, was wir aus der Geschichte wissen, die ganze Pestzeit. Es hat unveränderbar ausgeschaut. Es ist nichts machbar. Es ist ein Schicksal von oben und alles Mögliche, hat man geglaubt. Bis man draufgekommen ist, dass der Zuzug von Menschen aus dem Land, die ihre Gors und ihre Heer und ihre Schweindel mitgenommen haben in Stadt, zu diesen Dingen geführt haben, dass sie die Raten enorm vermehrt haben. Die Abfallwirtschaft hat es auch nicht gegeben. Ja. Und die Mücken, die Ratten gestochen haben, haben dann wieder bei der Nacht die Menschen gestochen. Und damit sind die übertragen worden, die Viren. Und es ist diese furchtbare Pest entstanden und hat sich so ausgebreitet und zu einer Geißel der Menschheit geworden in Europa. Und als man das gewusst hat, hat man dann gesagt, das geht nicht in der Stadt, dass man Gors und Herren zusammen mit hat, da muss man anders leben. Wir brauchen einen Umgang mit dem Abfall. Und auf einmal hat sich die Pest erledigt. Und ich denke, wenn die Not, die wir auch in der Demenz erleben, wo viele Familien in ihrem Kreis die liebsten Leute erleben, dass sie einfach überhaupt nicht mehr erkannt werden, dass ein Mann seine Frau nicht mehr kennt, dass die Frau ihren Mann nicht mehr kennt. Es gibt liebe Sachen auch, wenn eine Frau mit der Puppe im Altenheim geht und sagt, das habe ich nicht geglaubt, dass ich mit dem Alter noch einmal ein Baby kriege. Man lacht dazu. Aber was passiert? Der Mensch geht zurück in seine anfänglichsten Stufen seines Lebens. Und das ist für die Gesellschaft eine riesige Herausforderung, weil es enorm verbunden ist auch mit Pflegeaufwand, mit Kosten, mit Leid und allem. Wir können es ändern. Wir können ändern, wenn wir endlich glauben, dass wir in uns Kräfte haben, die wir noch nicht erkannt haben. Wir müssen nicht die bleiben, die wir gestern waren. Und wir können Hilfe erwarten für jeden, der einen Zugang zum Glauben hat, tut sich nur ein wenig leichter. Das habe ich oft erlebt. Also auch als Bürgermeister, weil ich habe mir das auch in den Kopf gesetzt, das müsste man hinbringen. Und dann ist es halt oft an was gescheitert, an wem oder an irgendeiner Stelle. Und dann habe ich so einen Deal ausgemacht. Und dann, wenn ich am Abend ins Bett gegangen bin, habe ich gesagt, ja gut, weißt du, ich habe alles da, was ich da habe können. Aber jetzt bist du dran, ich möchte da mal endlich ruhig laufen können. Und ich muss sagen, in dieser Gelassenheit auch Lasten abgeben zu können, glaubst gar nicht, wie das wirkt. Das tut gut. Das hilft. Da kann man gut schlafen und dann wird man in der Früh wach und hat wieder neue Kraft und geht wieder. Allerdings, es erfordert auch die Herausforderung, dass ich auch bereit bin, für alles, was ich erleben habe dürfen, Danke zu sagen. Den Menschen, die mich begleitet haben, den Menschen, die mich ermutigt haben, die meine Fähigkeiten entdeckt haben und so weiter. Und wenn ich erfahre, dass aus dem Kloster Falkenroda in Thüringen, wo ich mithelfen habe dürfen, dass das wieder renoviert worden ist, eine evangelische Frau, die aus dem kommunistischen System in der Kolkose gearbeitet hat und dann gesagt hat, das soll nur einmal renoviert werden. Und die habe ich zusammengearbeitet. Und jetzt habe ich erfahren, heuer im Herbst, dass sie in Wien, weil sie mich angerufen hat, in Wien vor 800 bis 1000 Klosterschwestern aus der katholischen Seite hat die evangelische Frau aus Thüringen einen Vortrag gehalten. Also ich habe gestaunt, dass das in unserer Zeit gibt. Wo es doch geheißen hat, zu diesen Klosterschwestern, wir sind schon gegangen sind, wenn sie in eine evangelische Kirche gingen, müssen sie beichten gehen. Wir haben es geschafft, dass wir so weit sind, dass wir miteinander ehrlich reden und feiern können. Wir haben in unserer Gegend im Rahmen der Ökumene unwahrscheinliche Erlebnisse gehabt im letzten Jahr. Dafür bin ich dankbar. Das sind Zeichen eines neuen Weges. Wir sind nicht vor dem Ende eines Niedergangs,
sondern wir sind am Beginn des neuen Aufbruchs. Und solche Regionen wie ihr, die sich was bewahrt haben von dem Natürlichen, die selber kämpfen müssen noch immer, die nicht davon leben, weil sie einen anderen kaputt machen, sondern die selber schauen müssen, dass sie nicht Giganten umbringen wie den Hennig Stadiger, die ständig fort mit ihren Menschen zusammen Spitzenleistungen erbringen müssen. Das sind die, die die Zukunft von morgen sind. Nicht Schnee von gestern, sondern Musik von morgen. Das wünsche ich den Waldviertel, dass so eine richtig gute Musik macht, im Zusammenwirken aller Kräfte, ob Gewerbe, ob Bauern, ob politisch so oder so, ob konfessionell, evangelisch oder katholisch oder freikirchlich. Miteinander sind wir das Salz dieser Region und das wünsche